Hey Leute, ich habe mir eine Taurus PT247 gekauft in der Website Software Sektor für eigentlich nicht allzu viel Geld, also noch relativ günstig. So, das, was ihr hier seht, sind eigentlich Luftgewehr-Zielscheiben, wo man von 10-20 Meter drauf schießt. Naja, aber egal. Hier sieht man, sieht jetzt irgendwie sehr komisch aus. Ja, das kann so an die Wand hängen und dann kann hier vorne diese Zielscheiben einklemmen und das nehme ich dann halt als Ziel zum Schießen. Hier habe ich jetzt mal gerade einen Test gemacht. Also hier sieht man ja die Einschüsse. Wir sind jetzt von 10 bis 25 Metern gewesen. Naja. Hier habe ich mir so spezielles Silikonspray für Softwarewaffen gekauft, einfach zur Pflege. Und noch natürlich Munition, 4000 BBs, also diese kleinen Plastikkügelchen. Sind jetzt natürlich keine 4000, das ist nur eine Box von vielen, wo die Kugeln drin sind. So. Aber jetzt das Wichtigste. Hier, der Waffenkoffer war natürlich auch dabei. Und in diesem Koffer befindet sich ein Speedloader, ein Ersatzmagazin mit 24 oder 25 Schuss, kommt drauf an. Und natürlich die Taurus PT247. Diese ist jetzt nur mit Einzelschuss ausgestattet, aber macht trotzdem Riesenspaß. Ja, ist auch eine sehr gute Waffe. Hier vorne sieht man da diese Kurve, seine AES-Schiene. Da kann man LED-Leuchten oder Laserpointer dran machen, die aber allerdings in Deutschland, soweit ich weiß, illegal sind, also verboten. Ja. Hier Sicherung, Schlittenfang, außen nehmen, also der Button oder Bolzen, um das auseinanderzunehmen. Also hier die Schlitten, das werde ich dann in meinem übernächsten Video zeigen. Das werde ich allerdings erst als Video 2 bezeichnen, weil das ist jetzt erstmal das Video 0 sozusagen. Ab dem nächsten Video, wo dann eigentlich alles richtig anfängt, werde ich dann erst ab 1 anfangen. Ja, das jetzt nur nebenbei, nicht wundern. So. Ja. Wie gesagt, hier, der Waffenkoffer, nichts Besonderes. Hier sieht man noch www.softwaresektor.de. Da habe ich die mir gekauft. Hier steht noch PT247 Bugs Serie inklusive zwei Magazine. Ja, hier hinten nichts Besonderes drauf, außer schwarz. Was ich gut finde hier, so, wie soll ich es sagen, so Polster, sage ich jetzt einfach mal, dass die auch sehr gut geschützt ist. So. Der Speedloader, der ist sehr wichtig, um seine Magazine schnell wieder aufladen zu können und immer noch einen kleinen Anteil von Ersatzkugeln dabei zu haben. So, wie gesagt, hier bei der Waffe sind zwei Magazine dabei. Wenn man hier unten und wenn man hier das sieht, man ja, da sind beides die gleichen Teile unten. Und so sieht es jetzt ungefähr innerhalb von der Waffe aus, wo das Magazin liegt. Ja. Okay, hier das Marking. So, das war's eigentlich so relativ für die Grundlagen, was ich mir jetzt eigentlich gekauft habe. Also mein Zusatz war eigentlich dieses Zielscheibendingen.
das Silikonspray, die Zielscheiben, die Kugeln und das Speedloader. Das habe ich mir alles noch extra gekauft, das war nicht da dabei. Nochmal ausführlich zu sagen, das war hier, diese ganzen Sachen waren nicht bei der Lieferung von der Pistole dabei. Ja. Also, und das ganze Zubehör kostet auch nicht so viel. Man, das kann sich schon leisten. So, okay, dann bis zum nächsten Video, zu meinem Video 1, wie ich es bezeichne. Da werde ich ein paar Schusstests vorzeigen mit paar Dingen, mit den Plastiksachen oder sonst was. Naja, egal. Dann bis zum nächsten Video. Freue mich.